Professor Fusaro, Sie sind Philosophieprofessor, Philosopher, aber auch Schriftsteller. Sie haben viele Bücher geschrieben und Sie werden in wenigen Monaten auch in Deutschland bekannt sein, weil Sie ein Buch auf Deutsch veröffentlichen werden. Dieser Buch spricht über die Beziehung zwischen der Kapitalismus und Europa. Als Titel ist auch Kapitalismus und Europa. Sie haben schon viele Bücher darüber geschrieben. Können Sie uns kurz sagen, wie Sie also diese Beziehung zwischen Kapitalismus und Europa sehen und was dieses Buch kurz sein wird? In questo libro, che uscirà presto anche in Germania, Capitalismo ed Europa, io sostengo essenzialmente una tesi di fondo. In diesem Buch spreche ich von einer Hauptthese. La tesi è che l'odierna Europa, Unione Europea, è il trionfo del capitalismo. Ich sage im Buch, dass die heutige Europäische Union der Triumph von einer kapitalistischen Gesellschaft ist. Dopo il 1989, finita l'esperienza sovietica, rimaneva per il capitalismo un ultimo limite da abbattere. Nach dem 1989, als die Sowjetunion nicht mehr existierte, gab es für die kapitalistische Welt nur eine Grenze. Questo limite da abbattere era lo Stato sovrano nazionale come luogo del primato della politica sull'economia. Diese Grenze ist der Nationalstaat als eine souveräne Entität, in der die Politik noch auf der Wirtschaft herrscht. Per questo l'Unione Europea rimuove quest'ultimo limite e impone, tramite Maastricht e poi Lisbona, il dominio spoliticizzato dell'economia senza più dominio del politico sull'economico. Deswegen hat versucht die Europäische Union durch Maastricht und durch Lissabon diese Herrschaft der Politik auf der Wirtschaft abzuschaffen. Da questo punto di vista, l'Europa odierna è il trionfo del capitalismo su tutta la linea. Deswegen kann man heute die Europäische Union als der Triumph des Kapitalismus auf der ganzen Ebene bezeichnen. La retorica dominante quando parla di Europa continuamente parla dei popoli, di Kant, del sogno di un'Europa unita, ma questa è solo una maschera ideologica. Wenn die Europäische Union von Kant und vom Traum einer freiheitlichen Europa spricht, ist das nur eine Maske. Perché in realtà oggi l'Europa è solo l'Europa della finanza, dell'euro, della Banca Centrale Europea e del capitale. Was Sie für Europa denken, ist die Europäische Zentralbank, die Europäische Union und der Kapitalismus. Prova ne è oltretutto, così sostengo nel mio libro, che l'Europa oggi esiste solo come moneta unica, come Banca Centrale Europea. Und was ich im Buch zeige, ist, dass heute die Europäische Union nur eine Währungsunion ist, als nur eine ökonomische Union ist. Cioè, l'Unione Europea è servita, direi con Gramsci, come rivoluzione passiva. Die Europäische Union würde von Gramsci als eine passive Revolution bezeichnet. Rivoluzione passiva, e cioè quella rivoluzione gestita dai dominanti per rafforzare il loro dominio di classe. In der die Dominanten ihre Herrschaft verstärken. E che siamo all'interno di una rivoluzione passiva in cui il capitale vince è provato da tutta una serie di fenomeni. Und es gibt viele Phänomene, die das zeigen. Ad esempio, il taglio della spesa pubblica. Zum Beispiel, dass es keine sozialen Kosten, keine sozialen Investitionen mehr in den nationalen Staaten gibt. Le forme di lavoro precario e flessibile in Italia, i mini job in Germania. Es ist die Arbeitsverträge, die immer kürzer sind, also befristete und Minijobs. O ancora, se volete, la privatizzazione di tutto con rimessa alle leggi del mercato di ciò che un tempo erano diritti garantiti per la comunità. Und die Privatisierung von alles, so dass der Markt entscheiden kann, was früher von der Politik und was früher also Grundrechte der Gesellschaft waren. Dunque, odierne Unione Europea come trionfo di un capitalismo senza limiti di sorta. Die heutige Europäische Union als Triumph einer Kapitalismus, der ohne Grenzen sieht.
Der Kernkräftezins. Ma poi anche odierna Unione Europea come rimozione della politica sostituita dalle leggi dell'economia, della deregulation e dello Stato minimo. Und die Substitution der Politik von der Regeln der Deregularisierung und der Wirtschaft. Appunto l'Europa, ancora con le categorie di Gramsci, come cesarismo finanziario. Also die Europäische Union, wie Gramsci gesagt hatte, einfach eine Union, in der nur die Finanz herrscht. Con cui appunto, tramite un vero e proprio colpo di Stato finanziario, si è tolto il potere agli Stati sovrani democratici e lo si è consegnato alle banche e alla finanza. Und durch einen Putsch hat man die Nationalstaaten entmächtet und diese Macht ist zu den Banken und zu der Finanz gegangen. L'Unione Europea, cioè, permette al nesso di forza capitalistico e alla violenza dell'economia di dominare senza limiti. Die Europäische Union erlaubt zum Kapitalismus eine grenzlose Dominierung zu herrschen. Come reazione a tutto questo, nel libro propongo la necessità di uscire da questa Unione Europea, di abbandonare i confini dell'euro, dell'eurozone, dell'Unione Europea, che è solo unione di banche e di finanza. Als Lösung schlage ich im Buch vor, dass man raus von dieser Europäischen Union gehen muss, weil diese, wie gesagt, nur eine Banken, eine Währungsunion ist. Bisogna lottare, al contrario, per un'unione di popoli e di stati sovrani, fratelli e democratici, cioè l'opposto di questa Europa. Man muss dafür kämpfen, um eine europäische Union zu schaffen, die aus freien, demokratischen und gleichwertigen Bevölkerungen gemacht ist. Genau das Gegenteil von dieser Europäischen Union. L'odierna Unione Europea non può essere riformata, può solo essere abbattuta. Die heutige Europäische Union kann nicht reformiert sein, sie kann nur abgeschafft sein. Perché oggi l'Unione Europea è un vero campo di concentramento economico, in cui i greci, ad esempio, sono distrutti dalle leggi dell'economia capitalistica. Heute ist die Europäische Union ein wirklich ein Lager, in der einige Bevölkerungen, zum Beispiel die Griechen, von dieser kapitalistischen Situation komplett zerstört sind. Un Lager non può essere riformato, bisogna abbatterlo. Man kann nicht ein Lager reformieren, man kann nur den Lager abschaffen. Non si può cercare di vivere meglio all'interno di un lager, bisogna uscirne. Man kann nicht versuchen, besser innerhalb dem Lager zu wohnen, man muss davon rausgehen. Per questo io credo che la lotta che fu di Gramsci e di Marx debba oggi essere lotta anzitutto contro l'Europa dell'euro e delle banche. Deswegen denke ich, dass der Kampf von Marx und Gramsci erstens ein Kampf heute gegen die Europäische Union und gegen die Banken ist. Per questo il mio libro è un libro che sta dalla parte del popolo e dei lavoratori contro le banche, la finanza e il capitale. Deswegen ist mein Buch auf der Seite von den Völkern und von den Bevölkerungen und von den Arbeitern gegen Banken und gegen das Kapital. Il solo modo di amare e di volere l'Europa e lottare dunque contro la negazione dell'Europa che è l'odierna Unione Europea. Wenn man ein Europa schaffen will, muss man gegen diese Negation der Europa kämpfen, die Europäische Union genannt wird. E questo, concludo con questo punto, è il tema fondamentale del mio libro. Ripensare l'Europa come dominio del capitalismo e dunque riprendere la lotta contro il capitalismo anzitutto come lotta contro l'Unione Europea. Deswegen muss man ein Europa sehen, in der man gegen das Kapitalismus kämpft und gegen die Europäische Union. Chi dice che l'euro e l'Europa sono irreversibili e non si può tornare indietro, lo dice solo per farvi diventare effettivamente tali. Wer sagt, dass man ohne Euro und ohne Europäische Union nicht überleben kann, sagt das nur, um so zu machen, dass es das sich verwirklicht. Aber heute ist es noch nicht so. Vielen Dank, Herr Fusaro. Der Buch wird ab nächstes Frühling in Deutschland in jeder Buchhandlung.
so verfügen stellen. Vielen Dank. Danke.